Und willkommen zurück zu Stellaris. Weiter geht's. Wir befinden uns im Jahre 2358 und ja, versuchen jetzt so ein bisschen unser Reich zu schützen, sage ich jetzt mal, was uns bisher ganz gut gelungen ist gegen unsere direkten Feinde hier. Die sind zwar nicht mehr ganz so fanatisch oder fanatische Säuberer, wie sie zu Beginn des Spiels waren. Da hat es also auch einen Politikwechsel gegeben sozusagen. Kann uns übrigens auch blühen, wenn wir nicht auf unsere Fraktionen achten. Na, wir haben hier zum Beispiel zwei Fraktionen, die nicht so ganz zufrieden sind. Und die müssen wir im Auge behalten. Und die versuchen irgendwie auch glücklich zu machen. Was uns zumindest Einfluss bringen würde. Und der Einfluss ist ein bisschen ja, in Stocken geraten. Wir haben da jetzt nur noch plus zwei, weil wir allein schon mal eins jetzt einsetzen, um nicht Angriffsversprechen zwischen uns und unseren Nachbarn und der Erde, die sich Construction anscheinend doch complete. entschieden haben, sich ein bisschen auszubreiten. So. Da haben wir jetzt also einen 3-0er. Ja, wir sind da ein bisschen drüber jetzt auf jeden Fall. Deswegen beende ich jetzt auch mal das Handelsabkommen. Wobei, ja, schau mal, was das ausmacht. Ups, da muss ich hin. Da verlieren wir jetzt minus 10. Na gut, das ist jetzt der Schiffsunterhalt natürlich auch. Habe ich natürlich jetzt auch nicht mehr so dran gedacht. Das ist jetzt ein bisschen doof. Wir müssen ganz dringend... Da sind wir die Wächter. Ethere Ressourcentransfer von Wären der organischen Zivilisation. Die wollen uns 3000 Mineralien und 1000... oh, okay. In dem Fall nehmen wir die natürlich an. Die können wir jetzt echt gut System gebrauchen. Survey complete. Die scheinen wirklich sehr fürsorgliche Roboter zu sein. Ja, gut, die haben ja gesagt, die nehmen ja Flüchtlinge auf und versuchen, sich als Wächter des Universums mehr oder weniger aufzuspielen. Gut, aber dann werden wir jetzt die Eingreiftruppe 2 jetzt auch dahin. Und ich denke mal, wir werden auf jeden Fall das einmal das Schiff verlieren, sodass wir dann da wieder so ein bisschen runterkommen. Ja, genau, jetzt sind die Unterhaltskosten der Schiffe um 10% erhöht, weil wir halt das Limit überschritten haben. Und ich denke mal, wenn wir das noch weiter, so was ich bei 100 wären, dann würde wahrscheinlich dieser Malus von 10% sogar noch höher sein, denke ich mal. Ich will es jetzt aber auch gar nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Wir nehmen das jetzt einfach so hin. So, das ist ja unser eines Konstruktionsschiff. Das kann sich dann auch schon mal hier hin bewegen. Das haben wir ja neu gebaut, weil irgendwie haben wir ja eins verloren. So, da oben ist der fertig geworden. Das lassen wir auch erstmal da, das Schiff. Und so wie es aussieht, bauen die Menschen hier um uns herum. Also die anderen Menschen, quasi unsere Brüder und Schwestern, von denen wir ja mal einst gestartet sind. Und ja, sind wir da so ein bisschen geschützt und können von dort aus trotzdem agieren. Je nachdem, wie weit ich komme mit meinem Aufbau, ja, also mit dem Ressourcenmanagement und so weiter, würde ich dann nämlich sogar sagen, dass ich dann hier so eine Basis baue und da auch eine Flotte stationiere für den Fall, dass unsere Brüder angegriffen werden. Dann kann ich nämlich von dort aus gleich aktiv werden. So wäre der Plan, sofern er denn umzusetzen ist. Auf jeden Fall haben wir jetzt gleich zwei Flotten mit knapp 10.000 Militärstärke und dann sollte man doch die beiden hier mit knapp 8.000 Militärstärke doch irgendwie kriegen und wenn ich mich recht entsinne, sind das ja auch Wolken hier. Ach, schon wieder Piraten in dem System. Ja gut, dann kann ich es nicht ändern. Jetzt habe ich erstmal andere Sachen zu tun. So, Flottenakademie. Die haben wir jetzt, da werden wir uns auch gleich drum kümmern. Da, Flottenkapazität plus 30. Sowas brauche ich. Sowas brauche ich.
Reichsmodifikator, Flottenkapazität plus 30. Gut, wahrscheinlich hätte ich vorher schon mal erforschen müssen, damit ich an diese rankomme, um gleich größere Flotten bauen zu können, weil plus 30 ist auf jeden Fall schon mal ein dickes Brett, sage ich jetzt mal, ne? Da sind wir dann bei 109. Und das brauchen wir auf jeden Fall. Weil wir werden irgendwann gegen die hier vorgehen, gegen die Slaughter auf jeden Fall. Nach und nach. Und ich denke mal, die Unterstützung haben wir auf jeden Fall sicher hier. So, da sind unsere beiden Flotten. Gut, die Nomad konnte sich zurückziehen, das ist gut. Okay, dann würde ich sagen... Ja, dann würde ich sagen, kann es losgehen. Da Eingreiftruppe 1, zack. Eingreiftruppe 2, zack. Und jetzt sollen die mal das Gebiet freiräumen. Und machen wir mal so ein bisschen hier. So, die bereiten sich auf den Flug vor, auf den Warpsprung. Und da geht dank der geht halt dank verbesserter Hyperraumantrieb einen Tacken schneller. So, jetzt schauen wir mal. Das sind natürlich keine herkömmlichen Gegner, auch wenn die irgendwie Schilde haben. They are assaulting our space. Ah, okay. Gut, die einen haben wir gleich, aber wir haben massive Verluste. Kann ich mich zurückziehen? 12 Tage erst. Ah, vielleicht haben wir noch Chancen. Ja. Wir haben schon mal einen Admiral verloren. Holla die Waldfee. Die eine Weltraumwolke nehmen wir noch mit. Und jetzt, glaube ich, können wir den Rest, könnten wir packen. Ja, die haben keine Schilde mehr. Ja, ja, komm, 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 komm. Ja, sieht gut aus. Der Balken wandert auch noch da. Ja, hatte ich gesagt, dass ein paar Schiffe verlieren wir. Wir haben fast alles verloren. Wollen wir hoffen, dass die Slaughterer das jetzt nicht ausnutzen. Und jetzt haben die auch die Grenzen zugemacht. Gut, das soll mir jetzt auch erstmal egal sein. Denn in erster Linie geht es erstmal darum, hier, so, die Eingreiftruppe muss auf jeden Fall reparieren. Gut, das ist der General von unseren Bodentruppen. Das juckt uns erstmal nicht. Okay, die sind noch kein gültiger Rivale mehr. Warum auch immer. Die Eingreiftruppe 2 geht natürlich auch wieder zurück zum Reparieren. Ja, da haben wir jetzt einiges an Einheiten verloren. Das ist nicht so schön. Lässt sich aber jetzt auch nicht ändern. An Verlusten hatte ich ja gerechnet. System Survey complete. Wir sehen auch gleich, dass unsere Mineralien und so weiter gleich massiv mehr werden, weil wir halt kaum Unterhalt mehr zahlen müssen für die verbliebenen Schiffe, die noch da sind. Wobei die Eingreiftruppe theoretisch ja eigentlich wieder zu ihrer Heimatbasis könnte. Das funktioniert, glaube ich, irgendwie noch nicht so ganz. Ich würde eigentlich erwarten, dass sie jedes Mal zu ihrer Heimatbasis fliegen. Und wir können natürlich so auch die Piratenflotte jetzt nicht angreifen. Das ist auch klar. Aber vielleicht verirren sie sich ja dann hier ins Efeu-Gebiet und werden dann von meiner Station Gebühren in Empfang genommen. Die ja aber auch geupdatet werden kann. Was jetzt gerade passiert.
mit der neuesten Technologie und Waffen, die wir erforscht haben. Dann nutzen wir das natürlich auch. Und okay, der muss jetzt erstmal hier irgendwie reinfliegen, glaube ich. Ja, das machen wir jetzt auch so, dass die jetzt dahin fliegt. Und die fliegt ja sowieso Richtung Deneb. Das passt. Das Verfolgen beenden wir mal. Die Ziele kommen wir so nicht mehr ran. Das war ja mal eine Mission, die ja, weil wir irgendwelche Bergbausystem-Daten ausgelesen hatten von irgendwelchen alten Drohnen, glaube ich, war das. Kann ich mich so dunkel dran erinnern, die uns dann angezeigt haben, wo denn mineralienreiche Systeme sind. Aber an die kommen wir jetzt nicht ran. Das hätten wir ja vorher machen können. Also ich glaube, hier diese Mining-Drones, die hier mir noch angezeigt werden, sind da mit Sicherheit nicht mehr. Das werden die Slaughterer schon weggemacht haben, denke ich. So, das Konstruktionsschiff ist zu 92%. So, die Nomad ist auch wieder da. Das war jetzt unsere Station, die wir verbesserte Verteidigungsplattformen gegeben haben mit den neuesten Waffen und Schilden. Wobei, nee, hier waren es ja keine Schilde, hier waren es ja nur die Waffen. So. Okay, ja, gut, da. Das war jetzt eigentlich klar. Ich kann natürlich hier noch keine Station bauen, weil ich das System noch nicht erkundet habe. Hab mich eben schon gewundert, denke so, okay, vielleicht wird dieser Rahmen einfach nur nicht angezeigt, aber nee, es geht nicht. Und dann, ja klar, ich habe das ja noch nicht erkundet, dann kann ich auch noch nichts bauen. Tja, die Netzüberlastung ist abgelaufen, das lassen wir jetzt aber auch erstmal, obwohl wir es ja könnten. Ja, eventuell machen wir das mit den Produktionszielen nochmal. Das machen wir auch. So, da ist Talandra 4 Habitat vollständig. Wir haben den Bau unseres ersten Habitats abgeschlossen. Jetzt ist die Zeit gekommen, ein Kolonieschiff bereit zu machen und auf unserer selbst geschaffenen Welt zu landen. Von ihrem mechanisierten Kern bis hin zu ihren höchsten Bergen wurde sie bis in den letzten Winkeln mitsamt allen Muttern und Bolzen perfekt auf unsere Anforderungen an unsere neue Heimat in den Sternen abgestimmt. Genau, und deswegen bauen wir jetzt dann natürlich... Einigkeit ist auch fertig, ein Kolonieschiff. So, das haben wir gemacht. Unterhalt und Sternenbasis. Unterhaltsschiff und 10% reduziert. Das nehmen wir jetzt auch. Das machen wir jetzt auch voll als nächstes so. Dass wir da hier relativ gut an die ganzen Mineralien und Energie rankommen. So, und ihr seht, da ist jetzt auch eine bewohnbare Welt von uns quasi. Da ist das Habitat. Und so sieht das Ganze aus. Hier haben wir die Oberfläche. Die ist immer gleich. Und ihr seht es auch an dem Bild, wie das halt gemeint ist. Das ist halt quasi einzelne Platten mit Wäldern und so weiter, die halt von riesigen Glaskuppeln, ich glaube, hier kann man es auch so ein bisschen erkennen, umgeben sind. Und wir können hier frei bauen. Das sehen wir aber gleich, wenn wir die ersten Kolonisten dahin geschickt haben. Und ich würde sagen, das wird auch unser erstes Habitatgebiet. Das heißt, die anderen beiden werden wir hier auch voll bebauen. Wir könnten denen jetzt auch nochmal extra einen Namen geben, aber das mache ich nicht. Das ist mir jetzt zu aufwendig, ehrlich gesagt. Und man soll einfach sehen, dass das dann halt fertige Habitate sind, die einfach diesem Planeten zugeordnet sind. So, die Eingreiftruppe 1 braucht auf jeden Fall einen neuen Admiral. Trefferpunkte Hülle, Waffenschaden, ja, der sieht ganz gut aus. Und den müssen wir natürlich auch mit allem, was wir haben, wieder mal auf den aktuellen Stand bringen, was die Flottenstärke angeht.
Ja, die beanspruchen mal wieder, wie immer. Ich glaube, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Theoretisch haben wir ja noch genügend, okay. Achso, das Gebiet ist das, ja, gut. Theoretisch haben wir ja noch genügend Planeten hier in unserem Einflussbereich. Aber wir haben halt noch nicht die Technologien, um das halt ein bisschen bewohnbarer zu machen alles, ne? Und deswegen besiedeln wir die auch einfach noch nicht. So, hier zum Beispiel die Ozeanwelt, die könnten wir nehmen. Oder entweder die oder die Welt. Aber wir nehmen erstmal unser Habitat. So, jetzt. Oh, guck, ne, wie ich schon gesagt habe, hier gibt es verdammt viele Forschung. Das heißt, ich werde erstmal das System in Anspruch nehmen. Ah ne, jetzt geht es wieder nicht. Genau, weil ich ein Kolonieschiff gebaut habe und das kostet ja Einfluss. So, was bräuchte ich noch? Hoffentlich kann ich danach, wenn ich die Station gebaut habe, also die das Gebiet eingenommen habe, dann auch noch die Forschungsstation bauen. Da muss ich ja, das kann ich ja gar keine bauen. Ja doch, das muss gehen. Sonst wäre es ein bisschen schwachsinnig. Ach, Robalius-System. Wo war das denn? Ach hier, ach so, die naja, gut. Klar, die gehen jetzt überall durch. Sollen das zur E-Voll-Station kommen? Ganz einfach. Ah. Jetzt Bactorim. Und Miktor Multisystem haben Frieden geschlossen. Und die haben scheinbar auch zwei Systeme bekommen. Hm, das werden die beiden sein wahrscheinlich. Oder? Hier, das. Ja, auf jeden Fall haben die Systeme bekommen. Das ist schon mal sicher. Das ist schon mal sicher. Tod des Großkhans. Großkhan Pavano Telkan von der Panuri-Horde ist tot. Details sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht verfügbar, aber abgefangene Nachrichten deuten darauf hin, dass der Großkhan in einem Putschversuch von einem ihrer ehrgeizigen Kriegsherren vergiftet wurde. Mit dem Tod ihres geliebten Anführers ist ein brutaler Machtkampf in der Panori-Horde ausgebrochen. Die Kriegsherren des Großkhans kämpfen nun gegeneinander, um die Kontrolle über ihr Reich zu sichern. Es bleibt abzuwarten, wenn an der Spitze hervorgehen wird. Gut, das heißt, die fetzen sich wieder untereinander. Aber haben halt in der Zeit massiv Gebiet eingenommen. Ihr seht es ja hier. Ne? Also die sind nicht zu unterschätzen. Die sind definitiv nicht zu unterschätzen. Aber nach wie vor bin ich froh, dass die dann halt eben auf der anderen Seite sind. So, was ist jetzt? Kann ich jetzt hier das Ding endlich mal machen? Ne, 5, gut, brauche ich noch 2 Monate. Ich hoffe, die Piraten trauen sich dann irgendwann mal in das Gebiet hier. Dann werden sie nämlich von meiner Station einfach nur zerfetzt. Und mit meinen Schiffen kann ich halt momentan noch nicht angreifen. So, aber die kann ich schon mal zum Reparieren bewegen. Naja, gut, das sind die ganzen Sternbasen, die man aber, wie man ja sieht, tatsächlich nicht vollständig zerstören kann. Also die Piraten machen es zumindest nicht und die anderen Fraktionen können die halt besetzen. So, wenn die noch mehr zerstören wollen, müssen die halt zwangsweise entweder in das System oder dann halt tatsächlich mal ins E-Voll-System einfach mal. Weil da gibt es dann die meisten Sachen. So, dann werde ich... Großmarschall, der hat neue Eigenschaften entwickelt, das ist schön. Dann mal schnell hier die Einkaufsgruppe 2 auch mal upgraden.
Ja, die trauen sich wohl nicht dahin. Die wissen wahrscheinlich, dass da eine starke Station ist, wo sie zerfetzt werden, mehr oder weniger. So, jetzt müsste ich aber hier genügend... Jetzt geht's. Okay, also die Slaughterers kommen mit ihrem Forschungsschiff, habt ihr gerade gesehen. Da die ja eh pisst auf uns sind, ganz klar, mache ich die Grenzen für die auch zu. Ich glaube, es geht los. Die haben das jetzt gemacht, also mache ich das jetzt auch. So, weiter geht's. Die Horde zerbricht. Der Tod des Großkanzlers hat zur Auflösung der von Panuri-Horde geführt. Ohne einen starken Herrscher, der sich vereinigt, sind die Panuri wieder in die Machtkämpfe verfallen. Ihr Reich wurde zwischen den Diadoch, dem mächtigsten und einflussreichsten Militärkommandanten des Großkans, aufgeteilt. Jeder von ihnen beansprucht jetzt den Titel Großkan der Galaxis. Und ihre Anhänger stehen in bitterem Gegensatz zueinander. Die Zeit eines vereinten Panuri-Reichs ist offenbar zu Ende. So, und wie wirkt sich das jetzt aus? Ja, es gibt mehrere Fraktionen. Einmal die wahre, also die True Panuri Horde und die Panuri Successors Kanate. Das heißt, das sind jetzt zwei einzelne Panuri Reiche. Gibt es vielleicht noch kleinere? Nö. Nö, das sind die beiden. Ne? Ja, also ganz witzig, wie sich da jetzt die politische Landschaft verändert hat. Auf jeden Fall sind die... Haben die Grenzen für uns geöffnet. Und die Nation von Bactorim möchte mit uns ein Nicht-Angriffsversprechen. So, ebenbürtig sind die uns. Ja gut, klar, die haben natürlich jetzt ordentlich gelitten, aber nö. Lehne ich ab. Weil die werden mir nicht viel helfen können. Da muss ich im Endeffekt sehen, dass ich ja, auf die Bedürfnisse meines Volkes halt Rücksicht nehme. Da ist das Kolonieschiff fertig, gut. Dann springen wir mal in das Salandra-System. Und kolonisieren das Ganze jetzt. Ja, mein Gott, nenne ich es dann Mullinux oder wie auch immer. Na, ganz gut, dass der Paradox an so eine Zufallsnamensgenerator-Funktion gedacht hat. So, und die Nomad kann jetzt eigentlich mal wieder erkunden gehen. So, jetzt gehört das System uns. Und jetzt kann ich da eine Forschungsstation bauen. Gut. Jetzt müssen wir mal diese 10 Physikforschung auf jeden Fall mitnehmen. Construction complete. So, wie sieht es denn auf dieser eine Welt eigentlich aus? So, das können wir jetzt alles mal erhöhen. Da lohnt sich jetzt auf jeden Fall eine Hydrokulturfarm. Wir haben nämlich nicht mehr so viel Nahrungsüberschuss. Aber ich brauche, genau, hier bauen wir auf jeden Fall Feldmineralien plus 15. Ja, ich habe die, aber ich habe das Ding, glaube ich, noch gar nicht, ja. Na ja, gut, dann bauen wir einfach. Construction complete. Und das entfernen wir jetzt auch gleich. Und hier entfernen wir es gleich. So, dann haben wir den Seetang weg. Die Welt meinte ich. So, das heißt, wenn ich genügend Mineralien habe, kann ich die auch upgraden. Und das lasse ich so, dass ich hier zwei Energie und zwei... oder? Ja. Ich lasse das erstmal so, dass ich beides kriege, ohne dass ja ein Gebäude was verbessert. Aber das gefällt mir hier nicht. Jetzt können wir das upgraden. Ich tausche die beiden mal und ihr seht, jetzt hat sich die Energie wieder ein bisschen verbessert.
weil der halt zufriedener ist als der. Ne? Also die Zufriedenheit setzt sich, also ja, bewirkt die Arbeitsleistung, ne? Also manipuliert sie. Also wenn du eine sehr hohe Zufriedenheit hast, dann produzieren die sogar noch mehr, als eigentlich normalerweise vorgesehen ist, halt, weil die einfach nur glücklich sind, ne? So kann man das ja sagen. Was ist hier? Hier werden Rivalen erklärt. Ja gut, das sind direkte Nachbarn. Natürlich klar, dass die Bakturien mit den ehemaligen Khan, also ehemaligen Piraten, nee, Piraten sind es ja nicht, sind ja, ja, die Panuri auf jeden Fall, ja. Dass die mit denen nicht so ganz zurechtgekommen sind, sollte klar sein. Ich glaube, die haben etliches an dem Territorium weggenommen und von unten kommen halt die Roboter. Da gibt es wieder Upgrade. Wissenschaftler, Pathfinder. Und die beiden Panuri-Reiche erklären sich gegenseitig zum Rivalen. Ja, also da wird es auch auf jeden Fall nochmal scheppern. Und weiter geht's. Ja, die haben sich jetzt tatsächlich gegenseitig erklärt zum Rivalen. Ja, aber spannend. Also das ist auf jeden Fall neu. Ja, dass die Söldner sich dann irgendwann selbstständig gemacht haben unter einem Großkhan. Okay, jetzt haben sie die Grenzen doch wieder zugemacht. Okay, na gut, dann halt. Und dann ist der Großkhan einfach gestorben. Die ganzen Warlords haben sich zerstritten. Und letztendlich sind dann aus diesen Resten diese zwei Reiche jetzt hervorgegangen. Ja, also sehr cool, muss ich sagen. Da ist unser neuer Reaktor. Perfekt. So, wir könnten jetzt die fortschrittliche Reaktor-Variante auch machen. Wir können sogar den 5er-Reaktor sogar schon machen. Wir nehmen aber mal hier die Spektralanalyse in der Hoffnung, dass dieses Lithurgas irgendwo in unserer Welt vorhanden ist. Weil sobald wir Zugriff auf diese Ressource haben, weil die irgendwo in unserem Reich existiert, haben alle unsere Schilde 20% mehr Trefferpunkte. Ja? Und das ist natürlich schon sehr nice. Dann schauen wir mal, ob denn das auch so funktioniert. Ob wir denn sowas haben, weil natürlich erst wenn wir wissen, dass es diesen Stoff gibt, was man mit dem machen kann, wissen wir auch, wo man den finden kann. Oder ob wir den schon irgendwo haben. Also es kann durchaus sein, dass wir den dann irgendwo hier in unserem Reich irgendwo dann vorhanden haben. Ne? In irgendeiner Welt. Und das taucht dann auch da auf. So, das würden wir dann hier sehen. Momentan haben wir, wie gesagt, 0 von 0. Warum 0 von 0? Meinetwegen haben wir zweimal die gleiche Ressource. Ja, dann könnten wir eine zum Beispiel als Handelsgüter an wen anders abtreten. Zum Beispiel gegen Mineralien, Energiecredits und so weiter. Und dann hätten wir nur noch einmal das da zur Verfügung. Aber einmal reicht ja. Das heißt also, entweder behalten wir die Ressource selber und haben dann den eigenen Effekt. Oder wir verkaufen die Ressource. Dann haben wir zwar den Effekt nicht mehr, aber halt die Handelsware, mit denen wir dann halt abschließen. Ne? Also besser ist es, wenn man das dann halt mehrfach im System hat, weil dann kann man die einen oder anderen halt einfach verticken. So, ja, ich muss im Endeffekt jetzt einfach mal schauen. The conquest of a new world has begun. Genau, das ist jetzt unser Talandra-Station hier, unser Habitat. Ja, da seht ihr schon. Grundsätzlich funktioniert die Besiedlung der Habitate ähnlich, aber ihr werdet gleich sehen, dass es, ja. Naja gut, die gehen jetzt hier überall durch. Ja, ich muss halt zusehen, dass meine Flotten halt, theoretisch kann die Eingreiftruppe 2 sich dann gleich drum kümmern, weil ich werde jetzt nochmal die Upgrades, die Flotte verstärkt mit den Credits, die ich jetzt noch hatte. Auf die volle Stärke werde ich da zwar wohl nicht kommen, aber wir haben ja bald auch die Flottenkapazität plus 30, das heißt, da kann ich hier schön nochmal, ich glaube, beide Flotten fast auf, ja nee, doch nicht ganz, ich bräuchte dann 160 insgesamt, um beide Flotten auf volle Stärke zu bringen. Könnte natürlich aber auch die Grekel-Station mal verbessern, theoretisch. Wobei ich kann hier. Genau. Hier konnte ich doch jetzt irgendwo
Oder konnte ich nicht? Nee. Tile Blocker. Doch hier, Flottenakademie. Several Kraven civilizations have joined together in a federation. Ah, okay. Also, die Commonwealth of Hevaria und die Erde sind in eine Föderation eingetreten. Gut. Mal schauen, ob die mir auch dieses Angebot machen. Was ich jetzt aber wissen wollte ist, wir haben doch mit der einen Forschung etwas erforscht. Hier, das Logistikbüro, genau das war das. Das bauen wir jetzt mal stattdessen des Störfeldgenerators dahin. Und bauen hier nochmal Ankerplätze, weil jetzt haben dann durch das Logistikbüro haben dann die Ankerplätze plus 2 Flottenkapazitäten. Sie haben jetzt plus 4. Durch dieses Logistikbüro haben sie dann plus 6 im Anschließen. Also so verstehe ich das jetzt. Das werden wir auch gleich sehen, ob dem so ist. Ja. So, Sozialforschung. Engos Gas, Militärakademie. Biolabor, Energiesauger. Nehmen wir die interstellare Kampagne. So ganz habe ich noch nicht verstanden, wie das mit dem, also dass man da Einfluss ausgeben kann, um die Systeme zu beanspruchen, ja. Ne? Aber was hat das jetzt während des Spiels für eine Auswirkung, weil das könnte ich genauso gut erst dann machen, wenn wir im Krieg sind oder so. Ich will es aber gerade mal gucken, ob die denn jetzt tatsächlich um Assoziationsstatus bitten. Das heißt, ich kann mich ja, also die Erde wäre dafür, das sieht man ja, United Nations of Earth stimmt mit ja. Das heißt, wir machen quasi einen Mitgliedsantrag, stellen wir jetzt, um auch in diese Föderation mit reinzukommen. Das machen wir auch. Mal gleich sehen, was passiert. Dann haben wir jetzt quasi eine Föderation gegründet. So ein bisschen wie Star Trek. Ja, und das Ganze heißt glorreich kompakt, die Föderation. Das Problem wird sein, dass mit Sicherheit die eine oder andere Fraktion damit nicht zufrieden sein würde. Ich würde nämlich fast sagen, militaristische Gesinnung, hier xenophobe Gesinnung, die werden vielleicht früher oder später ein Problem mit dir kriegen, dass wir quasi nicht mehr alleine hantieren. Ja. Achso, ja, das habe ich ja schon geguckt. Noch ist da in Ordnung soweit, aber so sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt vorschlagen würde, beziehungsweise das können die jetzt natürlich auch, vorschlagen, zum Beispiel gegen die Jyn Slaughter aus dem Krieg zu beginnen. Construction complete. Achso, das habe ich schon beansprucht, das System. Das glaube ich auch. Ja. Ja gut, das war es erstmal wieder für diese Folge. Ich habe glaube ich schon wieder so massiv überzogen. Ja, tatsächlich. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao und bis dann.